Was haben eigentlich weiße und graue Flecken mit Schokolade gemeinsam? Schokolade kann man teilen und durch Teilen wird die Netzqualität verbessert. Wie genau das funktioniert, das zeigen wir euch heute in den Netzgeschichten. Netzqualität ist ja gerade wichtiger denn je. Und deshalb investieren Netzbetreiber Milliarden in eine stabile und leistungsstarke Netzinfrastruktur. Allen voran die Telekom. Es gibt immer weniger Orte ohne Mobilfunkversorgung. Die nennt man dann weiße Flecken oder White Spots. Orte, an denen man das Netz von nur einem Anbieter empfängt, nennt man graue Flecken, also Gray Spots. In diesen können dann auch nur Kunden des jeweiligen Anbieters telefonieren. Gerade wenig frequentierte Orte sind für Netzanbieter wirtschaftlich herausfordernd. Gleich eine ganze Infrastruktur aufbauen und betreiben? Schwierig. Deshalb arbeiten Mobilfunkanbieter eng zusammen. Wie? Das fragen wir jetzt mal gleich zwei Experten von der Telekom und vom Vodafone. Hey Triton. Hi Toni. Sag mal, wir stehen doch jetzt hier an einem grauen Fleck. Warum ist der grau? Also grundsätzlich haben wir ein sehr gutes, ausgebautes Netz in Deutschland. Der Standort ist deswegen grau, weil wir als Telekom hier eine Versorgung aufweisen. Im Gegenzug hat Vodafone in dem Fall eine Lücke. Und da sind wir natürlich auf der Suche, wie können wir technische Lösungen implementieren, um diese Lücke dann auch letztendlich zu schließen. Und wie schließt man die Lücke? Ganz konkret bei diesem Standort ist es so, dass wir eine sogenannte Funktionalität MO10, also Multi-Operator Core Network, an dem Standort aktivieren. Und wir zusätzlich zu unserer Netzkennung auch die Netzkennung von Vodafone aussenden. Somit haben die Möglichkeit, die Kunden von Vodafone an unserem Netz sozusagen einzubuchen und nutzen natürlich. Und somit ist die Lücke für Vodafone geschlossen. Das war der Fall, wo Telekom für Vodafone eine Lücke schließt. Aber natürlich gilt das auch andersrum, wo Vodafone für die Telekom eine Lücke schließt. Ja, und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, und hier, wo ich jetzt stehe, gab es bis vor kurzem für Telekom-Kunden noch kein Netz. Das hat sich aber geändert. Bei mir ist David von Vodafone. David, wie funktioniert so eine Kooperation eigentlich aus technischer Sicht? Ja, aus technischer Sicht ist es so, dass jetzt an diesem Standort auf dem LTE 800-Band der Vodafone eben auch die Netzkennung der Telekom ausgestrahlt wird. Das heißt, für die Telekom-Kunden sieht es so aus, als wäre es der eigene Telekom-Standort, ist er aber nicht, es ist der Vodafone-Standort. Der Traffic wird dann getunnelt zu unserem Core-Netz, dort wird er übergeben an euer Core-Netz und dann sieht es auch aus technischer Sicht so aus, als wäre das ein Telekom-Standort. Und welchen Nutzen konkret bringt die Teilung von Netztechnik? Bislang hatte ein Telekom-Kunde hier keine 4G-Versorgung, jetzt hat er 4G-Versorgung. Und das ist halt technisch eine ganz raffinierte Geschichte. Ja, weil wir müssen an dem Standort selber, was die Hardware angeht, eben nichts ändern. Ja, es ist eine Konfigurationsgeschichte. Natürlich musste im Hintergrund viel passieren, damit das möglich ist. Aber wenn es einmal erfolgt ist und das ist jetzt erfolgt, dann kann man das eben sehr schnell und sehr kostengünstig ausrollen. Und das ist eine super Möglichkeit. Na also, teilen macht glücklich. Gilt für Schokolade wie fürs Netz. Und man sieht mal wieder, wie wichtig eine stabile und leistungsstarke Netzinfrastruktur gerade in diesen Zeiten für uns alle ist. Was haltet ihr denn von solchen Kooperationen? Schreibt es gerne in die Kommentare und Kanal abonnieren nicht vergessen. Dann sehen wir uns auch nächste Woche wieder bei den Netzgeschichten. Schokolade teilen macht überhaupt nicht glücklich, ja? Hab ich voll gelogen.